Hier, Gruß von Toni, das ist mein Hausspenn. Wenn ich Schaf kriege. Und da ist ein toter Muck von meinem Bad gelegen, die haben jetzt ins Netz geschmissen. Da hat sich der Gruß von Toni gleich aufgemacht und vespert sie jetzt. Ja, die war ja schon tot. Ja. Also, ich habe einmal einen Motten eingeschmissen. Die war aber auch schon tot, die habe ich aus Versehen getötet, weil ich im Badwand bin und gemerkt, dass da ein Mott ist. Ich wollte ihre Mott noch selber retten. Da war sie so tot. Ja. Oh, jetzt ist die Muck. Guck da, die Muck ist jetzt aus dem Netz gefallen, weil es jetzt schwer war. Und Toni so auf sein Neig, also bis er hat. Jetzt holt sie der Toni gleich wieder zurück ins Netz. Ja. Ja, und die Mott, der wollte selber retten, war dann ist nicht mehr gegangen, die war dann da unten, hat sie auch ins Netz geschmissen. Da hat der Toni auch nicht so schnell reagiert wie jetzt, sondern hat sie liegen gelassen. Am nächsten Morgen war die Mott woanders im Netz und der Toni hat sich schon gegessen und die Flügel waren noch übrig und an den Flügel hat dann der Toni dann noch weiter knabbert. Ja. Und jetzt mal gucken, ob er die Muck wieder zurückholt, wenn nicht, muss ihm wieder helfen, die Muck ins Netz zu tun. Aber mach ja dann gerne. Ja. Da ist mein Hausspinne. Ich habe wieder ein neues Haustier, Hausspinne. Die ist von der Leute ins Haus gekommen. Ja. Gut Freundschaft geschlossen. Gell? Gell? Ja, hat sie einen Namen gekriegt, Gruß von Toni. Er hat nochmal erzählt, warum. Mal anders mal, warum. Gruß von Toni, ja. Ja, jetzt. Mal sehen, wie die Aufnahme geworden ist, wenn sie zu verschwommen ist, dann nutze sie nicht. Aber ist schon interessant, gell?